Wir sind ja anständig hier. Microphone muted. Oder? Microphone activated. So, wie Zeit haben wir da denn noch? Oh, 5 Minuten. Stream läuft, Hä? Wir sind ja Anstream-Tempel, gell? Was macht die für Verkehr? Hohoho, da bin ich. Oh, ist die PDK abgeflogen, so ein Stück. Kann ich nichts machen.
ist doch nichts passiert. Glück gehabt. Was soll er auch tun? Wenn der BMW sich da voll reinbremst. Ja, jetzt Mitte Düse. So. Mip, mip. Ja. So einfach überholt man hier. War der BMW, ey, weiß ich mir jetzt schon auf den Sack. Na, das ist hier ein Jens, der ist gut. Da sag ich nichts gegen. Na, da guckt doch der Krönke zu. Oh, 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 oh. Und da hat's geknallt. Das wird nachher auch noch lustig. Ja, mit 40 Leuten. Passen die Luftdrücke noch? Ja. Geil. So, schauen wir mal, jetzt versuche ich ihn zu überholen. Aber wahrscheinlich Bastard wird er wieder an sich reinbremsen. Ja, das vom da rein zu bremsen, ne? Ne, da klappt es mal brav hinter dir. Ja, ich ist mir. Ist er mir nicht reingezogen, dann musste er ja quasi nicht mehr bleiben. Mist, wenn der außenrum dich ein ranbremst, ey, und du nicht da ausholen kannst, wie du willst. Boah, Platz 7, ey, was war los bei dir? Naja, gut, Windschatten. So, ist das Reh vorbei, so verstehst du. Oh, jetzt fast noch gekracht. So, stehst, wo stehst? So. Oh, ich bin Platz 37, der Rest ist geil. Und du bist 25. Wisst ihr, wo ich mal am Blitzen gefallen bin? Bin mal gespannt, oh, wie jetzt, oh, oh. Jetzt... jetzt steht geschrieben. Böse, böse. Oh ja. 40 Liter Reis noch, ne? Hab ich auch. Okay, du bist schuld. Sollte rein. Ich bin schuld, ich habe immer eine Runde mehr eingerechnet, immer. Okay. Dann aufgerundet. Oh. Sollte eigentlich passen. Ey, der Paddy ist Essen Crit 2, ich fass es nicht. Ja. Muss er aber echt doch scheiße nicht gefahren sein. Doch nicht so gut ins andere Team zu wechseln, ne? Er hat einen Quote auch hingekriegt. Aber guck mal, wie weit ich hinten stehe. Ich könnte jetzt sofort in die Box abbiegen. Mach doch. Nee, lass mal. Achso, es ist ja stehender Start. Viel Erfolg. Oh! Crash! Crash von hinter dir! Hinter mir! Crash! Ah, es hätte Box fahren müssen. Hast du gerade schon geschrieben? Ach man, du fährst schon langsam bekloppt durch die Kurve und trotzdem schienen sie noch rüber, ey. Achtung, ich stehe hier. Ach da, uah. Wow. Ja, das sind ein paar, die immer hier stehen erst, Ach ja. Mann, das war doch so scheiße, ey. Ich glaube, ich bin ein bisschen kaputt. Ja, lohnt es aber nicht, mal in die Box reinzugehen, weißt du? Nee, ich fahr jetzt. Scheiße. Ach man, lief so gut los, ey. Und dann ziehen die auf einmal dazu, irgendwie, ich weiß nicht, 2 oder 3 zu und. Oh, Auffahrt steht noch einer. Ja.
Oh, 6 Inks schon. Wieder eine weggedreht Auffahrt. Unterhänger schon der Wand. Der passt ab. Du? Ne, ein anderer. Ach so, ich dachte schon. Ich fahr noch. Mir fehlt zwar Topspeed ohne Ende. Ich bin nur noch BMW-Niveau und die fahren mir Windschatten weg. Oh, die Auffahrt ist immer irgendwo gelbe Flagge. Thank you.
Wahnsinn, du machst Fehler ohne Ende hier. Was ist denn los? Was los, Fabian? 46er Zeiten ohne Runde Winst hatten. Kiste im Arsch. Hol ihm langsam wie auf. Ja, wäre es mal lieber direkt durch die Boxengasse gefahren, ne? Lesterstein ist viel weiter vorne. Tja, soll ich denn sagen? Du warst halt mittendrin, ne? Ja. Nicht mal 2,65 bei Start-Ziel, weißt du? So sieht man die Kiste auch aus. 60, 61. Oh,
Oh, das Tails ist auch noch weg beim Anbremsen. I see you. Erste Kurve geht hin und wieder immer das Heck weg. Lass ihn voll reindrücken, muss er sowieso mit Bremsen spielen. Gefühl vor Bremsen wie im C-Spec. Oh ne, ich hab ABS, da will ich kein Gefühl haben. Na, wegen ist immer nicht letzter. Nee. Oh, sieht deine Kiste noch aus? Noch ordentlich bei dem Top Speed auf jeden Fall. Oh, Elmar Erlekotte rollt aus. Heyman, okay. Heyman an die Box. Ey, geil, nochmal zwei Positionen gut gemacht. So, willst du vorbei? Na, ich hab nicht mal 260 fast drauf. War eigentlich meine Intention. Entspannt fahren. Aber ging in der ersten Kurve nicht gut. Erste Kurve, also vor der Start. Absolut überschatziert. Ja, das war sauber, das war ja das ein. Ich hätte nur hinter mir einen BMW, der rüberzieht ein Stück irgendwie und dann hat's nur noch, hab ich nur noch fliegen gesehen alles. Ich hab ja geschrien. Auto, Auto, Auto. Ja, ich sehe Staubwolken, alle fahren nach links, ich fahre von hinten rein. Bis zum Gasgang, auf die Bremse irgendwie. Ich habe keine Ahnung, muss ich nachgucken. Weil das könnte nachher kommen. Oh, ich drehe mich weg. Danke, Bremse. Oh, kannst hier weg, kannst hier weg, kannst hier weg. Nö, bin eingegraben. Eieieiei. Ah, okay, Runde 1, mal gucken. Ist das ganz hinten? So. Kannst du bei mir gucken, wie es bei mir aussah? Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Ob ich jetzt falsch gebremst oder ob die einfach alle reingezogen sind? Ja, ich guck erstmal bei mir. So. Ja, ja klar. Dann kommt die ganze Meute erstmal von der Steilkurve runtergeflogen. Wow, was soll es machen? Ja, es stand auf der Bremse, aber zu spät halt. Aber den ist doch mal Batz wohl nicht so viel gejuckt anscheinend. Bei mir erste Kurve mit dem Carsten drin. Ich war auf immer noch ein Lil Pinker McLaren. Ja, Karl, was willst du machen? Außer auf dem Gras fahren, aber wahrscheinlich ist dann eine iRacing-Strafe kriegt, da hat es auch keinen Bock. Oh ja, oh, das Auto sah aber gut aus, So. Guck ich noch bei dir.
Oh, ja, das war hinter dir schlecht gelaufen bei den Leuten. Ja, da ist ein Rosa an der McLaren. Ja, okay, auch dumm gelaufen. Sind reingezogen, oder? Die Jungs. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ach, 32 Minuten. Okay. Ja, bist du voll in die Wand geknallt. Ich steckte im Reifenstapel fest. Ja, das ist doch normal, das ist ganz schön passiert. Also Montreal, drehe ich mich, schlag ein. Habe ich auch 32 Minuten. Vielen Dank. So, letzte Runde. Ich sehe drei McLarens, einen Ruf. Eine 7er Kette fährt vorne weg. Sprit hat genau gereicht. Geil. Ab jetzt noch 0,7 bei der letzten Steilkurve. Oh, Peter Kiermaier ist noch raus. Okay, ich bin Platz 34. Was soll ich jetzt machen? Also, boah. Das war jetzt boah, Husten. Zweites Setup laden und erstmal überall wieder einen Klick mehr Reifendruck reinmachen. Da ist bei mir 181 nur. Aha, hier wird wieder geschrieben, obwohl es verboten ist. Okay. Ach ja, wieder wirklich speichern.
Wie viele ihr auf Twitch da rennstream? 1, 2, 3, 4. 4 Leute nur von uns. Und dann auch SAD selber. Richtig geil. So, Allwissen, bitte laden. This webpage is experiencing some delay. Wir wollen Liga fahren. Danke, iBasing. Oh, ich parke jetzt. Pack ich nicht mehr. Ah, was soll ich machen? Box starten. Wäre eigentlich User eine Option, joined your ne? Fertig? Ja. Yep. Gott. Von 38 auf 15. Bei uns gab es erstmal auf Station einen schönen Crash. Vor der bei uns T1 und das Schöne ist dann wieder wie üblich, es ist gelb, aber was wird gemacht? Es wird sich durchgeprügelt, auf Deutsch gesagt, das kotzt mich an. Finde ich nicht gut. Ja, wir hatten schöne Crashs und sind irgendwo Top 30 oder so. Na, ich bin auf 15 gelandet. Startposition 37. Aber hab mich gut nach vorne gearbeitet. Und da habe ich noch zwei Abflüge bei gehabt. Oh Gott, das heißt ja, dass ich ja jetzt direkt von, oh, von mittendrin fahren muss. Wie viel müssen wir denn ungefähr nachtanken? Was meinst du? Ich hab gar nicht auf die Reifen geachtet, ob die gut genug waren nach 20 Minuten. Also ich muss sagen, es wird knapp, also eine Runde mehr rennen und dann wäre zappenduster gewesen bei 40 Meter. Bei mir auch, ja. Zu mir sagt er, hätte noch eine Runde extra eingerechnet. Ja, ja. Ja, irgendwie habe ich das aber auch nicht gemacht, aber irgendwie hat es dann gereicht. Ja, Rennende hatte ich noch 1,5 Runden übrig. Ja, okay, das reicht ja. Ich auf der Geraden, ich hätte dann auch nur noch, ich bin ja ausgerollt, ich glaube, ich hätte ein bisschen weniger, 0,8 oder so. Also, gut, ich bin ja die meiste auch, bin die meiste alleine gefahren, hat dann halt die kaputte Karre. Ja, das ist auch noch. Ja, also wenn du schneller gefahren wärst, dann wär's echt duster gewesen bei dir. Ah, gut. Also das heißt, wir sind dann mit 12 Runden gekommen. Bei 40 Litern. Ja. So, dann rechnen wir jetzt mal aus. Was waren jetzt so die Zeiten? Rechnen wir mit 1,43 ungefähr. So, ja, also bei uns im Grid die schnellste Rennrunde ist eine 42,5 gewesen. Ich mal so die Average Time, die war jetzt hier bei 43 ungefähr. So, 66 durch 103 sind 34,95, also 35, 36. 3,150 113,4, also 114. Mitnehmen dürfen wir, glaube ich, wie viel? 65. Minus. Also nochmal also 50 dazu. Jo, würde ich mal sagen. 50 schon. Dann bist du im Bereich, wenn du nicht viel Windschatten hast während dem ganzen Rennen, dann bist du ungefähr gut dabei. 50 nachdanken.
Simon, wollen wir aus der Box starten? Ich gucke mal. Ich weiß nicht, wo ich stehe. War der Buchheim bei euch drin? Sicher, wollen? Ja, ja, aber. Der hast gute... nichts verpasst. Passt Bombe, Jungs. Mehr steht hier nicht. Naja. Ihr kriegt ja jetzt drei Jungs dazu. Oh je. Im Grunde wäre aus der Box zu starten. Die drei kommen von, die kommen hinten dran. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Patrick Wolf, ich habe jetzt wieder zugemacht schon, oder? Ja. Hat er eigentlich eine Zeit hingekriegt im Qualifying? Wo stand er denn? Warte mal, ich gucke mal. Tournament Results. Ist das noch gar nicht da oder was? Ah, ne, da ist es 13. Jetzt wird das scheiß Timing Tool aufgehangen. Ich will mal gerne wissen, warum. Lass das doch einfach mal weg. Loading. Also es sah die Anzeige so für das Verschalten ging alles noch. Nur weil die Rechnerei kam nicht mehr. Wird auf eine Calculator aufhängen. Ne, der Wolf ist von 35 gestartet. Der Blüm kommt, der ist von 4 gestartet, der Patrick Wolf 35 und Christoph Mack. Die drei kommen nach euch rauf. Aha. Also zwei McLarens und ein BMW, Alter. Jo, genau. Der Wolf war die schnellste Rennrunde gefahren. Dass er aber in der kurzen Zeit auf 1 gefahren ist. Von 35 auf 2. Auf 2, ja. Ich will ja nicht wissen, wie der sich da durchgeballert hat. Ja, kann er gleich nochmal machen. Das Klo nochmal.
werde das heute einmal probieren, aus dem Feld in mittendrin zu starten. Wenn ich abgeschossen werde, war es das Letzte. Dann geht's wieder aus der Box. Ach, das ist Daytona. Ja, ich hab's doch in der ersten Kurve bei uns gesehen. Ja, bei uns hat's auch geknallt. Stell dir mal vor, deswegen dann kommt, kommt dir einer auf einmal entgegengesetzt der Fahrtrichtung angefahren. Ja, stell dir mal vor, die Rennleitung sieht das alles und sagt dann, das geht nicht mehr mit so vielen Leuten. Dann kann man 4 Quits. Weißt du? So ungefähr. Oder 3 zumindest. Dann sollen die Leute sich mal anstrengen. Ich habe mir mal das erste Rennen am Streetplay geholt. Ich will mir den Start da mal angucken, was die da nachher fabriziert haben. Mikrofon muted. Ah, wie kriege ich eigentlich meine iRacing-Punkte hoch? Ich bin auf 14,90. Das Einzige, was bei mir grün wird, wenn ich irgendwas fahren will, das ist die Formel 1. Mikrofon activated. Ja und? Ansonsten ist immer überall MPR rot. Ja, weil du Klasse A bist. Ja, eben. Ja. Das gilt nur für Lizenz, das ist egal, welches iRating du dann hast. Ach so, also da kann ich ruhig die anderen IMSA oder sonst irgendwas fahren, um dat, da hochzugehen. Ja, natürlich. Lizenz, gut, Lizenz bin ich bei 3,66. Ja, das ist, Lizenz ist egal. Fährst du dann Gruppe Lizenz B, GT3, da hast du eh automatisch wieder A. Na gut, dann kann ich ja demnächst mal was anderes fahren. Ich dachte, ich muss immer jetzt die Formel, scheiß Formel 1 da fahren. Nein. Ich will mal gucken, dass ich die irgendwann mal hochkriege. Im Oval, da war ich mal auf 2,5 oder was. Das war für mich schon viel. Da bin ich jetzt bei 16,21 noch. Muted. Aber auch A347. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte offizielle Rennen gefahren bin. Muss ich irgendwann mal gucken. Das ist schon lange her. Jungs, nur mach mal. Noch nix. Ich kann meine Autos nicht höher stellen. Wenn ich die auf 60 stelle, da kackt mir, was heißt abkacken nicht, aber dann habe ich mindestens 20, 25 Frames weniger. Server sollen da sein? Noch nichts bei mir. Bei mir schon. Jetzt sind sie da. Bis später. Viel Glück Jungs wieder. Dann. Euch auch. User left your channel.
Also Temperatur ist jetzt höher. Fabian? Microphone activated. Fabian? Ja. Die Temperatur ist höher jetzt. Oh. 4 Grad höher. Ach, ne, 19 Grad war es vorhin. Und bewölkt. Ne. Ach, fahren wir immer mit dem selben Reibendruck, oder? Bist du gerade am Fahren? Ich fahr jetzt raus. Warum? Na dann guck mal.
die Drücke sind jetzt viel zu hoch. Also ich bin jetzt bei rundherum, also 84, 85, 85, 84. Ja, es nehmen auch die alten Werte wieder, die da drin waren. Ich finde die Drücke so okay, muss ich sagen. Ja, ich bin ja gerade eben alles mal plus 1 gefahren, das war ein bisschen viel. Also ich fahre jetzt 190, 86 und 179. Okay, ich fahre vorne 193. So, ja, sollen wir mal Box oder... Wo bin ich überhaupt? 33. Also ich, du bist 26, ist auch nicht besser, ne? Ja, warum das eigentlich? Boah. Ah ja. Platz 33, ne, ich start Box, komm. So, voller Tank. Reifendrücke sind okay jetzt. Reifen nicht wechseln. Was haben wir gesagt? 50 Liter haben wir gesagt, gell? Ja, so ungefähr. Nee, ist mir das Risiko nicht wert. Die Aufsteiger haben es jetzt gut, ey. Ich hab mal 2 Liter mehr gemacht, wir fahren noch die einen Ballrunden, halbe Einrunde. So, was kann ich eigentlich fahren? Wenn der Button zu race wird? Neben Angelo, super. Oh Gott. Zwei Chorrufs vorne. Umgeben von Pure. Dann irgendwo Gunnar Miesen. Und als Fotobomb sehe ich einen rosanen McLaren. Fängt gut an. Die ziehen an. Och Leute, Leute. Da wird gefahren, ey, als Skeps. Da wird man nach außen gedrängt, ey, das ist ja ist scheißegal, da ist ja keiner, der geht aus dem Weg. Leute, gelbe Flagge immer noch. Ooh.
Also wenn das überholender Gelb war, ich weiß nicht. Da ist echt einer in die Boxengassenausfahrt reingerutzt. Ja, Elmar. Wieder gelb hier. Das ist eine Kurve 1, Fabian, Kurve 1. Okay. Nö, alles sauber wieder. Oh, oh, Achtung. Da kommt einer falsch geflogen. Sind aus dem Weg. Das ging aber gerade so, der hat fast den vor mir den Carstensen abgeräumt, Alex. Czerny. Das wird knapp. Dann rappt mal, wer jetzt hinter mir fährt. Anselo. Nein. Nee, keine Ahnung. Schlimmer. Schlimmer. Ach, der Paddy oder was? Mhm. Ach, der überholt dich einfach und fährt weg. Ah, das sehen wir mal, ob der mich so einfach überholt. Ja, tut er. Wehren werde ich mich. Das war es.
Buchheim, Patrick abgeräumt. Oder beide irgendwie abgeräumt. Kurve 1. Oh Mann. Ja, Buchheim schon raus. Schade. Wollte mich ein bisschen battlen mit Patrick. Ihr hättet auch direkt keinen Bock mehr. Verstehe ich. Oh. Ovalauffahrt. Den zwei links. Ich soll mal länger stehen als nur 5 Sekunden. Ich will mal rankommen wieder. Patrick, da leckt. Ja, das streamt auch. Ah, das wird das Problem sein. Werde ich ihm schreiben. Werde ich im Forum schreiben. Wenn man schon streamt, sollte man auch sehen, dass die Leitung noch aushält. Hält sie anscheinend nicht. Ruhig. Dumberg kaputt. Eier drum. Czerny auch wieder langsam. Hm? Czerny auch im Arsch. Was meinst du im Arsch? Ja, Auto kaputt. Ja, er humpelt aus. Gerade wie. Ich weiß nicht, aber jetzt, wenn man Gas gibt, dann ist er gerade noch rumgehumpelt. Ne, da ist Czerny, nicht der Dumberg da. Weiß ich nicht. Wen hast du denn gerade gemeint? Ah, jetzt ist Dumbeck, kein Dumbeck vorbei, der ist da rumgehumpelt. Ja, und das Czerny auch. Aber schon ein paar Runden vorher. Ja, das Czerny gerade eben erst. Oh, das war mir klar, Dattler. Ah, Glück gehabt. Okay, Dumbeck, da nicht so ganz beschädigt, er fährt noch. Zwei BMWs auf einen Streich.
Ach Mann, Richter, was soll denn der Scheiß, ey? Nee, jetzt reicht's mir. Wir kriegen eine Verwarnung. Er kann das angehen, ey. Zweimal schießt er denselben ab in derselben Kurve. Blinkt wie ein Bekloppter, ey, und dann macht er so einen Scheiß, ey, die ganze Zeit. Das ist nicht nötig, ey. Er ist langsamer, fertig. Ne? Mal die BMWs bremsen, können besser bremsen, schön für sie. Aber nicht immer so reinstechen, ey. Mann, ey. Holt man so sauber, wird man abgeschossen dabei. Jetzt mal Heck kaputt ist dadurch, ey. So, den Depp, ey. Oh. Ja, okay.
Das ist ein Party, das rückt dann vorwärts. Erste Kurve, Heck erwischt. Dankeschön. Fährst du noch oder wie? Nee, ich bin schon lange in der Box. Was ist los? Ja, erste Kurve weggedreht mal wieder. Am Anbremsen. Ja. Hast du das vom Richter mal angeguckt? Nee, noch nicht. Ich guck mir gerade erstmal an, wie die ersten 15 Leute sich da gemütlich um Platz 1 betteln. Das verärgert mich sowas von, ey. Ist noch sich von vorne am Arbeiten. Dann kommt so ein Herr Richter, der dann. Ja, ist denkt, jetzt auch gut, bitte, ja, danke. Nee, das ärgert mich richtig, ey, weil es voll unnötig war. Was ist hier mit dem Party los? Der kommt nicht vorwärts, oder wie? Wo ist der überhaupt? 25. Ach du Scheiße. Also, den wiederhole ich jetzt gleich, pass auf. Boah, wenn mir der nächste BMW reinkauft, dann welcher war es? Wildsau, ey. Und off track, egal. Sechs Stück schon. Eieieiei.
Ja, na, war leckt immer noch in Sau. Und zweite Kuba zum Knallt. Party, versuch's nicht. Er versucht. Fast wieder ein abgeräumt, ey. Ah, Junge. Weil der so auf einmal so schleicht, ey. Kacke! Ja, ich weiß es. Mann, ey. Weil er wieder geleckt hat, ey.
ist ja so langsam gefahren, hab den Patrick einen hinten rumrennen links und ins Karre krumm. Und wie viel hast du? 11 Minuten. 11 Minuten? Oh, ich glaube, da kommt es wieder nicht vorbei. Was soll das denn? So 96% die Reifen noch. Kannst du ja mal raten, wer wieder so gefahren ist wie nichts. Er blinkt die ganze Zeit, dann räumt er fast den Zoom-Backup. Ich hab's gesehen, du hast das schon vor ein paar Runden angesprochen, danke. Nee, gerade eben nochmal fast, wo ihn abgeräumt hat. Ja, ich hab alles gesehen. Katzen, ey. Oh, du fährst, ey. So, ich hoffe, es kommt keiner von hinten. Ich habe ein Problem. Oh nein, die Spitze kommt. Alter, schrecklich.
Oh, noch 5. User joined your channel. Na, Thomas? Ja, läuft bei euch noch gut? Nö. Nö. Bei dir wahrscheinlich auch nicht mehr. Beide auch schon draußen. Stark. Wir können mal fahren, aber zweimal, also einmal abgeräumt. Einmal ist dann mit der Patrick Wolf das Hit links was Heck gefahren. Karre, komm, jetzt parke ich erstmal in der Box und warte. Noch 5 Minuten. Naja, ich bin in der Busstop ab und hatte 1 Stunde 3 Minuten Repair. Eine Stunde. Jo, ich musste dreimal lesen, bis ich das kapiert hab. Alter, wo steckst du denn drin? Halbe Auto, Reifenstapel. Ich bin, die rechts von der Busstopp, wo es dann wieder normal aufs Oval geht, bin ich zu weit rechts auf die Wiese, weg, ab in die Mauer. Ach so, Simon, du bist doch Teamchef. Und was? Ja, von Tempel Racing. Wie ist das beim Start? Es ist doch gesagt worden, nicht unter die gelbe Linie. Jetzt ja, weiß ich auch, wieso da Patrick Wolf so viele Plätze gemacht hat. Ja, beim Start. Der ist auf während dem Start unter die gelbe Linie und hat sie alle links überholt. Gut, war das Tier? Vor der Start- und Ziellinie. Ah, ja. Ist der nach links runter, unten rein, unter die gelbe doppelt-gelbe Linie und ist dann dran vorbei. Kannst Protest anlegen, wenn du willst. Ja, kannst Protest anlegen. Schreib das direkt auf, leg Protest ein. Ach, der Protest ist da. Weil ich hatte mir mal angeguckt, was da passiert ist mit dem Unfall. Aber ich habe nicht ganz drauf vorne, weil ich ja nicht so viele Fahrzeuge hatte. Da verschwinden sie immer gerade, aber. Aber den Wolf konnte ich schön sehen, wie der von hinten ankam, links runter und dann gib ihm. Ja, dann Timecode aufschreiben. Und dann vor allen Dingen schön auch an dem ganzen Unfall vorbei. Also wenn er vor dem Unfall. Nö, nee, ich würde das direkt machen. Das ist... Der ist vorm Unfall, ist der schon unten drunter gewesen. Der ist direkt, wo dann frei war, ist der nach links runter. In die, unter die doppelte Linie und ist dann dran vorbeigefahren an den Autos. Würde ich direkt protestieren. Ja, es war das mal ab. Wie soll ich jetzt abwarten? Ich muss noch mal durchlesen, wie lange du protestieren kannst. Das ist das ja. Ja, eben. Du kannst nicht sofort protestieren. Ein paar Tage warten, glaube ich noch, um die Gemüter abzukühlen. Ich guck mir das heute Abend machen. Ich guck mir das morgen noch mal an in Ruhe. Nee, wenn er jetzt wirklich dadurch, dass er runtergefahren, alle beholt hat, ist er durch ja auch in Grid 1 gekommen. Ja, deswegen. Der ist ja. Das ist halt ungerecht. Der ist ja Grid 1 gewesen. Der ist ja von 35 oder was gekommen. Ja, da war auch eine Unfallsituation entschärft dadurch. Ja, die war kurze Zeit später gekommen. Ja, die ist ja in T1 gewesen, der Unfall. Der überholt hat er ja schon vor der Start- und Ziellinie. Ja, wenn er davor schon überholt, dann. Und vor allen Dingen eben unten. Er ist nach links runter. Unter die gelbe, doppelgelbe und hat überholt. Oh, 45 Sekunden und dann noch Eisflug. Optional, die hole ich gerade noch mit, fertig. Oh, es kommt vor dir, yes. Das ist gut da. Moment. Am besten fährst du so raus, dass du keinen vorbeilassen musst, der ist Hölle. Ich hab nur mitgekriegt, dass der Fabian in der Box stand, da hatte einer was erzählt. Da war der Simon aber noch, glaube ich, auch 25 oder 26. Ich wollte irgendwann da mal schön abreisen. Hätt's mich hören sollen, also ich war richtig am Alter, ich musste den Simon erstmal zurückhalten. Ich war so schön auf 10 vorgefahren und bin da vorne mitgekurkt. Da ging ja die Post ab, ey. Ich bin 185 gewesen.
Ich war fast im Begrenzer im sechsten Gang, ey. Also hier waren faule Stops die ersten 14 innerhalb von 5 Sekunden. Jo, aber bei uns war so auch die ersten 10, da waren dann. Aber dadurch, dass die BMW da mittendrin waren, die sind mitgekommen. Ich war die ganze Zeit hinter McLaren, ich bin an der Scheißkiste nicht vorbeigekommen. Trotz Windschatten und alles. Ich bin immer daneben, aber mehr als daneben war nicht drin. Nicht vorbei. Also das war hier aber auch schlimm, ey. Also Kurve 1 schon, ey, wie die da alle reingezogen sind hinten. Oh, ey. Da wurde auch mal 3 weit rein. Ich habe einen mitbekommen, glaube ich, da schon. Nein, da muss ich sagen, also das ging bei uns einigermaßen glimpflich ab. Da bin ich an für sich gut weggekommen. Da hat es bei mir Gott sei Dank toi 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 nicht geknallt. Deswegen. Also wir hatten. Der Elmar war der Beste. Das war auch, ey, der fliegt auf einmal. Ich sehe nur im Rückspiegel, da kommt was geflogen. Geh von der Ilani runter und sehe nur noch in der Boxenausfahrtsmauer da einschlagen. Ich habe in Rennen 1 gehabt, hinten die Rechtskurve, wo du ja immer sagst, die schnelle links und dann kommt ja hinten die Rechtskurve. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Da kam einer bei mir rechts an der Wiese dran vorbeigeflogen. Geradeaus. Irgendwie muss er da vorne die Ecke verpasst haben. Ich habe gedacht, wenn der mich getroffen hätte, wäre Feierabend gewesen. Der ist umgebremst links in den Reifenstapel, dann in die Wand geknallt. Also das hatten wir aber auch, da ist vor mir Marcaus und Alex Czerny zusammengekommen und Czerny fliegt quer über die Wiese drüber und gerade zwischen zwei Autos, wo so eine halbe Sekunde zwischen war, genau da durch ist er geflogen. Ey. Also das sah auch interessant aus. Ich dachte, ey, hätte das gescheppert, ey, ach du Scheiße. Jo, also bei uns war echt knapp. Was haben wir denn? Nächste ist schon Interlagos. Ne? Da brauchen wir ja ein bisschen mehr Flügel. Ja, da haben wir ja Setups von offiziellen Rennen. Ah ja, da kann man ja schon mal gucken. Richtig. Also erstmal Daytona Setup nehmen und Flügel hochdrehen. Dann mal weiter gucken. Ah, ich guck aber mal, ob da schon Track, da ist er ja. Ich finde die meisten Setups im Sync da nicht so pralle. Offiziellen Forum meine ich. So, ja, im Sync sind da nicht so geile Setups dabei, leider. Doch, die gehen, da muss man nur ein bisschen anpassen. Ja, ja, eben anpassen. In der Lagos, da ist doch schon was ohne Weg auch. Ich glaube, da war vor ein, zwei Wochen auch die Sprint-Serie und Endurance-Serie drauf. Das hat mal, aber ne, da war ja 24 Stunden dran. Na, sind zwei Stück Season 16.1 von Xavier Soto und John Hall. Ja, das ist John Hall, die sind meistens, also irgendwie macht der, letzte Saison hat er sie mit Untersteuern gemacht und jetzt sind sie gar nicht mehr fahrbar irgendwie. Die Hall-Setups. Der hat also einstehen und fährt ganz komische Setup-Typen, also die lassen sich gar nicht mehr fahren. Ich glaube, ich bin das Soto-Setup gefahren im Rennen. Auf dem Track. Ja, Fabian, wo bist du? Ja, wo bist du? Da, Ziel. Ich auch. Eine Runde trennt uns. Ah. Ich muss ja auch dauernd Leute vorbeilassen, weißt du? Bis vor Jörn Jens oder wie? Gell? Ja, 1,4, aber ich lasse die Klasse alle vorbei. Ich bin in der Dreiertruppe. Geil. Können wir ein Bild machen? Hier überrundet Simon Fabian. Die Vorgeschichte dazu: Simon wurde dreimal abgeräumt. Fabian hat selbst abgeräumt. Ja. Ja, er konnte auch ahnen, dass aus der Box starten eine scheiß Idee war. War eine scheiß Idee? Ja, weil nichts ist passiert in der ersten Kurve. Ja. Ist dann natürlich nicht so. Gott! Ja, gut, es war auch noch Platz 33, also.
Da hätt's gut gescheppert. Boah, kein Off-Track. Finde ich geil. So, ich sehe die Leute hinter mir noch ein bisschen, dann lasse ich den Kleist mal vorbei. Mich hatte gewundert, dass der Marcel T bei mir im Grid war. Ich dachte, der wäre besser. Fährst du dann rum? Ich musste die 3 Grad mal vorbeilassen. Meine erste Kurve am Bremsen war auch nicht so gut, also so geil. So, oh, nach 13 Minuten. Aber ich musste vorhin auch in der ersten Runde auch da ausweichen über das Gras, ey, weil die da gefahren sind wie die Henker. Welchen Ausgang ja. Jetzt da voll gekracht, ey. Also, zweiter Rennen war diesmal leider nichts für mich. Zweiter Rennen war für uns ja auch nichts, ey. Das hast du auch, der Turner. Erster Rennen bin ich zufrieden. Also, von 35, ich hatte jetzt Startplatz 12 sogar im zweiten Rennen. Wieso, weiß ich nicht. Er ist in der 3 rausgegangen. Ach ja, stimmt, jo. Deswegen. Stimmt, deswegen war 12. Hast recht. Ich glaube, nach dem Rennen wird es die Orga noch mal gut überlegen, mit so vielen Leuten starten zu lassen. Waren sie drin stehen im Reglement, dass sie bei Bedarf das ändern können nochmal. Ja. Aber ich kann jetzt bei uns also nicht unbedingt groß was sagen. Ja, gut, nee, es ging hier eigentlich auch schon, nur manche müssen halt auch die BMWs waren halt schlimm, dass die halt erst Turn 1 konnten die halt so gut reinbremsen. Und das haben die auch gern ausgesucht und Dive-Bombs gemacht, habe ich das Gefühl. Das war das Problem. Die haben sich da halt sehr gern reingebombt. Mhm. Das ist mir halt einmal zum Verhängnis geworden. Und beim zweiten Mal, als dann der Hannes Thaler kam, habe ich reagiert. Habe ich dann gemerkt. Boah, Heck. Boah. So, jetzt aber schön langsam fahren, ne? Ist das schon so aus den Augen verlieren? Wir haben eh nichts zu verlieren. Oh, Heck. Warum ist hier noch gelbe Flagge, wenn hier gar keiner steht? Ja, ich weiß auch nicht. Patrick Wolf 18. Ah ja. Ich gehe zum Beispiel ab dem Puppel da, im Knick gehe ich leicht von der Bremse runter. Aha. Nur noch auf halbe Bremskraft. Das passt dann perfekt. Ich habe schon 2% nach vorne gestellt. Was da vorne passiert? Simon? Der war falsch gefahren. Du bist weg? Ja. Bist du?
Ja, ich merke es gerade. Ah, ach du Blee, du hast gerade fetten Leck, Scheiße, fahr weiter einfach. Immer, warum auch immer. Ich was los ist. Geht doch gleich. Ich glaube, der Fahrer. Oh, Hilfe, du bist gerade hinter mir. Ah, jetzt fährst du wieder vor mir. Kann er mir sagen, woran das lag? Ah, du hast gerade 2 Sekunden locker geholt, Sweeter. Ich kann jetzt. Ich bin einfach nochmal gefahren. Ich habe nur meine Anzeige gesehen, dass hier auf Rot gegangen ist. Warum auch immer. Ich habe hier nichts laufen sonst. Da musst du aber mal was ändern, ne? Ja, das kann nur unten dran liegen, meinen Eltern, dass die irgendwas am machen sind. Das kriege ich schlecht. Schlecht raus da bei denen. Wenn ich denen sage, mach mal heute nichts, gucken die mich komisch an. Sonst mein Vater. Mutter macht das vielleicht, aber der Vater kommt dann komisch an. Vielleicht, wenn die Telekom dann demnächst das richtige DSL zur Verfügung stellt, dann ist es vielleicht weg. So, Michel, kommt mal in Windschatten, ich ziehe dich sogar ein bisschen. Eine Sekunde. Da war ein Czerny hinter dir. Der wird ja eben, deswegen will ich ja den ja ziehen, ne, damit er nicht vorbeikommt. Aber ich glaube, der BMW packt das nicht. Doch, da kommt gut dran. Haben wir dann noch 5,5 Minuten. Oh, Angelo hat sich weggedreht. Ei, 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 ei.
Ach nö. In den Reifenstapel rein, das war's für den. Das ist eigentlich sehr komisch, wenn ich jetzt auf die Dreier-Truppe, auf die Vierer-Truppe von mir aufhole. Wer ist denn da bei dir? Alex Hörny? Björn Jens? Ah, die drei von gerade eben, die wir nicht überrundet haben. Keine Ahnung. Doch, Stenberger und Jens und Shani. Ah, Shani war aber auch mal weiter weg. Die haben ihn überrundet, den Alex. Naja, aber der ist an mir locker vorbeigezogen. Platz 33 bin ich, was passiert? Was denn? Ja, alles los, raus und wer noch? Ja, vorhin war doch einer abgeflogen, T1. McLaren. Okay. Vorletzte Runde. Gehe ich jetzt rein. Achtung, da hat es gerade gekracht. Auf der Ovalauffahrt. Nils Koch ist rausgedreht worden, wahrscheinlich. Ja, die sind voll in die Wand eingeschlagen oben. Ach du Scheiße. Ja, Jörn Jens wird auch langsam. Naja. Just in dem hat es bei mir auch geleckt, ey, auf einmal bei mir. Kommt ja, da warst du auch wieder weg vom dem Relative-Ding. Direkt vor die Actions, na, da kackt es gerade auch mal erstmal ein. So, letzte Runde hier. Ja. Wollen wir ein Foto machen, musst du aber anhalten. Ja, dann nochmal Nachschatz hier. Ja, dann halt Nachschatz hier. Ja, ne, die beiden kriegen wir leider nicht mehr, schade. Bist du überhaupt? 6 Sekunden? Langsam machen kann ich doch nicht. Ja, ich dachte, du kannst jetzt mal blaue Flagge mal respektieren, hallo? Dame Son.
Hä? Dame Sonne. Du berührst blaue Flanken. Was soll das? Wir haben gerade über Rollerschatzziel. Jetzt entspann dich. Wir können ja gerne nochmal über Schatzziel anfahren. Nochmal? Ja, warum nicht? Oder hast du genug im Tank drin? Müsste ich haben. Was hab ich denn noch? Ich hab doch 12 Liter. Ja, das reicht ja locker. Fabian, was machen wir denn? Das ist nicht Pure, die das im Rennen machen, weißt du? Nicht gegen andere Teams hetzen. Ja, die haben das doch mal gemacht auf Monza, weißt du? Nö. Das war ja, der Mutzer hat fast ausgerollt. Wollen Sie die Leute, die hinten sind, ne? Ich wäre locker Top 25 geworden. So eine Scheiße, ey. Ja, locker. Ich warte. Wo willst du hin? Lenk, ja, Auto, Lenk. Hallo, Auto? Was soll die Scheiße? Ja, warum fährst du denn so aggressiv? Entspann dich. Aggressiv! So, Beneke gewinnt mit 2 Hundertstel vor Pichler. Das ist Daytona, Leute. Ja, da ist der Anfang ist eine 14er Gruppe, ist am Ende nur noch eine 2er Gruppe geworden. Ja, die sind wieder, die haben wieder Sprit gespart ohne Ende. Leute, es hat Verbot. Pass mal auf, wenn man langsam jetzt. Ja, hinter uns kommen Leute, ne? Ja, es ist kein Rennen mehr hier. Ja, und zu heizen. Wir fahren ganz entspannt, die heizen wie als wäre es ein Rennen, ey. Hast du doch. Ja, muss ja jetzt Sinn. Also Fabian, statt hier mal über die Schatzlinie fahren. Hey, ich hab nur noch gekriegt. Geil. Wir drehen noch eine Runde. Okay. So, lass die mal durch, die noch Gas geben wolle. Mach ich schon die ganze Zeit, Simon. Gut. Ich gehe links, du gehst rechts. Oh, Kopf an Kopf rennen. Richter ist nicht 21. Leute, Chatverbot, was soll das? Ich kann mal gleich werden. Blümes Orga. Wenn der das macht, dann hat er sich trotzdem an Regeln zu halten. Hier, wo hat's vorhin Patrick versucht, innen durch? Durch die schnelle Links. Ja, das ist doch zu erwarten. Aber ja, ich hab gegengehalten, hab Pech gehabt. So, schnell noch Kommerzfahrt machen. Das ist?
Ja, machen wir doch gerade die Kommerzfahrt. Für den Tempel, ne? Ja. Für den Tempel, für PSX-Service, für Bayern Bier, Gelo GmbH. Ja, das haben früher mal zwei bestimmte Teams gemacht, die sich fusioniert haben, damit die Kamera nur auf denen drauf war und nicht auf alle anderen. Verstehst? Mhm. Weil das ja so ein enges Battle war. Think and be gentle. Den Spruch kannst du erstmal entfernen, denn das trifft hier gar nicht mehr zu. So, ab in die Box, ne? Ja, viel zu früh gebremst, ey. Erster raus. Nicht. So. Ja, war ein scheiß Rennen, ne? Muss man schon mal sagen. Erster, ne? Das Rennen für alle drei nicht berauschend gelaufen. Ne? Nee. Jetzt war hier, wir hatten alle Pech. Einer ab, zwei abgeflogen, einer abgeräumt worden. Alles scheiße.